Einen wunderschönen guten Morgen. 22. Dezember. Es wird so langsam absehbar, dass wir auf das Ende dieses Jahres zusteuern. Ich habe noch ein Produkt mitgebracht an diesem Tag. Und zwar das wahrscheinlich preiswerteste Produkt, was der Apple Store zu bieten hat. Dieses hier. Das ist ein USB-C auf Klinkenkabel. Ein Adapter. Und das Lustige ist, es ist nicht einfach Kabel. Also es sieht wie ein Kabel aus, es fühlt sich wie ein Kabel an, aber es ist kein Kabel, sondern da drin steckt ein Digital-Analog-Wandler. Und der ist nicht neu, den gibt es für iPads schon sehr lange. Allerdings wird er jetzt mit diesem iPhone 15, das einen USB-C-Anschluss mitbringt, plötzlich wieder relevant. Das heißt, wenn man hier kabelgebundene Kopfhörer verwenden möchte, ich muss das iPhone in die Kamera zeigen, dann braucht man diesen Adapter. Dieser Adapter ist meines Erachtens das 9 Plus Ultra, weil es das preiswerteste Produkt überhaupt ist. Es kostet 10 Euro im App Store. Ich glaube echt, Apple verkauft fast nichts darunter. Vielleicht gibt es noch so... Nee, also es müsste eins der preiswertesten Produkte sein. Und es ist eines der besten, muss man sagen. Also die lassen da nichts auf sich kommen. Der ist ganz simpel, aber da steckt relativ viel Technik drin. Und ich habe mich so ein bisschen, oder ich lese mich immer gelegentlich durch Hi-Fi-Foren, weil man ist ja so ein bisschen so ein Kopfhörer-Snob dann doch. Weißt du, so irgendwie kommt es durch. Ich mag zum Beispiel diese kabelgebundenen Kopfhörer hier am Schreibtisch sehr, sehr gerne. Weil die Kabelverbindung einfach, die kann da liegen, die kann da bestehen bleiben. Und dann ist die einfach automatisch da. Bei so mobilen Geräten ist es eher nervig, aber es gibt sie halt doch. Es gibt so kleine Kopfhörer-Sets, die ich total nett finde und die über einen Klinker angeschlossen werden. Und das geht halt seit ein paar Jahren nicht mehr. Und vorher musste man einen Lightning auf Klinkenadapter verwenden und jetzt gibt es halt für das aktuelle iPhone diesen hier, der vorher an iPads funktioniert hat. Und der ist echt gut. Also man bekommt da erstmal verlustfreies Audio bei raus, wenn man so einen Streamingdienst benutzt, der das hat. Bis zu 24 Bit, 48 Kilohertz, wenn ich mich da nicht vertue. Und ja, das ist verlustfrei. Nicht die allerhöchste Stufe, aber eine sehr hohe Stufe. Und man kann dann seine 1000 Euro Kopfhörer benutzen und seinen 400 Euro Amp und dann diesen 10 Euro Dongle, der das Ganze irgendwie verbindet. Dieser Dongle, der gräbt so diesen Markt von mobilen, portablen DACs so ein bisschen das Wasser ab. Weil der das alles erledigt. Der ist super. Der ist echt großartig. Und manchmal hat man ja den Fall, dass man vielleicht irgendwie Audio schneidet oder die Latenz einfach nicht haben möchte, die Bluetooth halt mitbringt. Die Diskussion um, was wirklich lossless Audio ist, die sparen wir uns an dieser Stelle. Ich wollte nur hier darauf hinweisen, den gibt's. Den gibt's schon immer. Und er wird halt mit dem iPhone 15 relevant. Ein USB-C auf 3,5 mm Kopfhöreranschlussadapter von Apple für 10 Euro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns noch einmal am morgigen 23. Dezember an dieser Stelle wieder.